Hey Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft The World Before, in der ich hier am Häuserplündern war in der letzten Folge. Wir sind ja gerade auf unserer kleinen Erkundungsreise und da haben wir dieses Dorf hier gefunden mit wirklich tollen Sachen. Graue Wolle, Weizen, was haben wir hier? Webstuhl, um Gottes Willen. Was ist denn der Webstuhl? Nach der Folge hier mache ich einen kleinen Break und tausche mal das Texture Pack aus. Mache auch eine kleine Aufnahmepause und nehme dann morgen weiter auf. Hier könnte man theoretisch noch rein. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Doch. Ich bin einfach dumm. Passiert. So, ich hatte überlegt, halt noch einen zweiten Backpack zu machen. Aber da wollte ich nochmal gucken, was man dafür noch braucht. Und zwar bräuchte ich dafür nochmal eine Kiste, ein Gold und 4 hiervon. Und die 2 Dinger. Das ist alles machbar. Wobei, das ist... Doch, ich habe ja noch Eisen gefunden, oder? Nee, Lüge. Ich habe nur einen Eisenbarren. Jetzt fängt das wieder an. Aber ich brauche einen zweiten Backpack, weil, guckt euch mal an, wo sollen noch Sachen hin? Ich glaube, man kann noch hier Sachen verstauen, gell? War das nicht so, oder haben die das geändert? Wenn das jetzt gleich alles auf dem Boden liegt, RIP. Nee, das ist hier drin. Geil, dann hat man so ein bisschen extra Space. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Glas hätten wir sogar noch ein bisschen, wobei wir brauchen 2 von den Dingern. Das heißt, Glas hätten wir auch nicht genug. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht erstmal nicht gut aus. Denn wir finden jetzt hier irgendwie Eisen in so einem Häuschen. Gold. Nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Lapislazuli nehme ich auch mit. Zack, zack. Oh, wo sind... warte mal, was habe ich hier noch gerade? Genau, Redstone. So. Und das nehmen wir auch wieder mit. Erstmal hatte ich so ein Ding eigentlich mitgenommen. Ja, okay. Brauchen wir davon erstmal nichts mehr. Ich würde ja noch ein bisschen einfach die Leute bestehlen. So, naja, komm, die können wir noch voll machen. So. Das sind aber auch echt viele Häuser mit vielen schönen Sachen für mich. Noch ein Smaragd, geil. Noch ein bisschen Fleisch. Smaragd. So, was gibt's hier noch Schönes? Ah, hier sind wieder Fässer, Kohle, geil. Hoher Lachs brauchen wir nicht. Weizenkörner brauchen wir auch nicht unbedingt. Was auf jeden Fall wichtig wäre, wäre mal zu gucken, was die da oben auf dem Feld haben. Weil kann ja sein, dass da was Brauchbares dabei ist. So war ich am Anfang in diesem Haus hier. Safe, ne? Ja. Gut, dann gehe ich mal die Felder abgreifen. Weil da könnten eventuell noch Sachen stehen, die ich gebrauchen kann. Wenn da jetzt nur Weizen ist, dann ist egal. Aber alles andere, Kartoffeln habe ich zwar auch schon. Aber alles andere ist natürlich relativ interessant erstmal. Wisst ihr was? Das Leder brauche ich eigentlich schon. So, habe ich einfach mal ganz frech ermordet, die armen Kühe. Tiermörder, unsympath. So. Was habt ihr denn auf dem Acker, Leute? Ja, nicht schon wieder schluchzen, ich bin da, habe ich wirklich nicht die Nerven zu... Perfekt. Das ist, was ich wollte. Alles einfach geil. Alles, was wichtig ist, wächst hier. Ah, da fällt mir ein, der eine Mod, den ich noch installieren wollte. Wobei, den habe ich, glaube ich, installiert sogar. Oh, ich schmeiß mal kurz das weg. So. Alles andere habe ich. Dann können wir hier gerade mal gucken. So, das brauche ich nicht. Die Samen hier brauche ich. Rote Beete-Samen, lecker. So. Hier jetzt aber nicht mein Zuckerrohr aufsammeln, ihr Banditen. Gras brauche ich nicht. So, okay. Gut, da habe ich mich einfach mal hier bedient. Shahin.
Ja, Carina, ich muss leider los. Tut mir leid, ich kann mich gerade gar nicht um dich kümmern. Immer dieses Gejaule, ja, nee. Ich würde sagen, wir bleiben die Nacht kurz hier, oder? Ich meine, warum nicht? Das Haus hier sieht gut aus. Hier will ich die Nacht verbringen. Ja, Leute, das ist der Plan. Die Frage ist, wie lange dauert es noch, bis es richtig dunkel ist? Kann ich mir hier noch irgendwas braten? Ja, oh ne, das ist falsch. Ich könnte hier schon mal das Hammelfleisch braten. Dafür habe ich nämlich hier einen Inventarplatz. So. Und ansonsten, wir haben ja noch hier die Inventarplätze. Hier kann ich mal das alles hin tun. Haben wir hier auch noch ein bisschen mehr Platz. Dann lass mich mal überlegen. Da haben wir auch nochmal 42 Brote. Und daraus können wir leider nichts machen. Wir könnten das Gold einschmelzen, dann haben wir auch einen Inventarplatz mehr. Ja, das mache ich gleich einfach, würde ich sagen. Draußen wird es dunkel. Ja, dann schlafe ich erstmal. Okay, wir skippen die Nacht immer noch direkt. Okay, es gibt eine Einstellung dafür, dass wir diese Nacht nicht skippen, sondern dass sie so langsam vergeht. Das muss ich auch noch mal zwischen den Aufnahmen herausfinden. Das will ich nämlich unbedingt. Ich fand es immer so geil. Jetzt komm, brenn mal schneller durch, Junge. Ich hab's eilig. Komm her. 13 Stück haben wir aber auch geil. So. Dann nehmen wir die auch noch mit. Und das Gold eigentlich auch noch weg, ne? Das habe ich jetzt aber hier reingepackt. Boah, aber 17, das dauert. Aber in der Zeit kann ich ja noch ein bisschen hier rumlaufen. Und gucken, da hinten in den Häusern war ich, glaube ich, noch nicht. Hopp. Da könnte man vielleicht nochmal gucken gehen. Oder war ich... Ne, warte mal, wo war denn das? Warte mal, hier war ich noch nicht. Nee, das will ich alles nicht. Wobei, das Fleisch will ich eigentlich schon. Aber das will ich nicht. Der kommt hier rein. So. War ich hier schon? Weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich glaube nicht. So, und hier können wir auch noch... Ach so, das war, ist wieder so ein Ding. Da waren wir schon, ne? Ah ne, guck mal, hier waren wir noch nicht. Ich habe die Kohle nämlich nicht mitgenommen. Und in den Häusern waren wir, glaube ich, schon überall drin. Oder? Bin mir bei nichts mehr sicher. Ach ne, das ist auch so ein Ding hier. Ja, aber hier waren wir noch nicht. Geil, Leute. Noch mehr Loot für mich. Leere Karte, geil. Aber die brauchen wir zwar eigentlich für nichts, aber ich nehme trotzdem mal mit. Wir kennen die ihn. Okay. Gut, dann schaue ich nochmal, ob ich hier schon war. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Ja, okay, Buch kann ich noch mitnehmen. Und ansonsten haben wir hier noch rohes Fleisch, rohes Rindfleisch, rohes Rindfleisch. Könnte man natürlich auch mal zusammenpacken. Schade, dass das nicht mehr funktioniert. Früher ging das. Wir haben echt viele Kartoffeln. Ja, dann würde ich gucken, welches Haus war jetzt... Das hier war das Haus, ne? Habe ich den Ofen angeschmissen? Ich weiß, ich habe vergessen, wo ich war. Ah, da oben. Ich erinnere mich. Doch, doch, ich weiß Bescheid. Hier, wir müssen diesen Jump-Run-Part hier machen. So. Und dann waren wir hier in einem... Waren wir hier in einem Haus? Ne, noch eins weiter. Hier, ne? Genau. So, das ist fast fertig. Perfekt. Das bringt uns auch ein bisschen EP. Wir haben ja sogar schon einen Verzauberungstisch gefunden. Das ist echt stark. Ja, das war ein geiler Fund. Hatten wir den nicht sogar auch in einem Hexenhaus gefunden? Ich glaube, den hatten wir in einem Hexenhaus gefunden, oder? So, ja, hier drin wäre das deutlich schneller gegangen, fällt mir gerade auf. Aber gut, habe ich verkackt. Passiert. So, wie sieht es hier mit dem Fleisch aus? Die zwei würde ich auf jeden Fall noch durchjagen und dann gehen wir weiter.
Guck mal, ich sortiere dem hier sogar noch die Kiste auf korrekt. Das ist wirklich anständig von mir. Ich wollte mal gerade gucken, bei in der 5. Junge, wir haben hier so viele Sachen am Rucksack hängen. Wild. So, das nehmen wir alles mit. Zack. Bam, 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 bam. Huch. So, und hier gucke ich nochmal. Vielleicht den Feuerstein hier dazu packe. Die Kohle habe ich da. Federn. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir weiter? Ich würde eigentlich schon... Was ist das denn? Kirschbäume. Guck mal, hier ist ein Haus. Da gehen wir als nächstes hin. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach so eine Runde hier, dass wir diesen ganzen Part schon mal freischalten und dann können wir gucken, in welche Richtung wir dann gehen. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier in die Richtung weiter. So, ein echter... Der Kunde hat immer seine Waffe in der Hand, man weiß ja nie, was auf einen zukommt, ne? Schnell weg. Da renne ich lieber. Dann nehme ich beide Beine in die Hand und hau lieber ganz schnell ab. Viel Spaß mit dem Kind. Tschüss. Kannst du allein großziehen, ganz ehrlich. Oh, diese unehelichen Kinder, die ich hier in die Welt setze. Das ist schon der 8. Sohn. Okay. Genau. Aber das ist ja auch die Aufgabe der Frau, sich darum zu kümmern, ganz ehrlich. Hier in Minecraft, da hat das alles noch ein bisschen Zucht und Ordnung. Ich gehe schön weit hinaus in die Welt und in jedem Dorf, in dem ich mich niederlasse, hinterlasse ich denen ein Geschenk von mir und zwar einen Sohn. Nur Söhne. Alles andere ist unerwünscht. Okay. Noch ein Hexenhäuschen. Das ist aber nicht das, wo wir schon waren. Oha, geil. Das ist nicht das, wo wir schon waren. Verzauberungsbuch, auch interessant. Dass wir nie eine Hexe antreffen, liegt, glaube ich, daran, dass Tag ist, ne? Oh, Eisen. Diamantenerz, Junge. Was man hier alles für geile Sachen findet. Oh, ich habe zu viel. Ich habe zu viel, ich weiß nicht, wohin damit. Schon keinen Platz mehr, das nervt. So, ich packe hier einfach mal Sachen hin. Dass wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. Das wollte ich hier hin. Zack, 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 zack. Dann können wir das nämlich alles noch mitnehmen hier. Komm, Papier haben wir auch dabei. Den Mist habe ich auch dabei. Wobei, die habe ich, glaube ich, weggeschmissen, ne? Ja, das heißt, ich baller ich da wieder rein. So, geil. Nur meine Brote hätte ich gern zurück. So, packen wir stattdessen da das Eisen hin. Sehr geil, das ist auf jeden Fall gut, weil das bedeutet, dass wir nach... Ich könnte den Diamantenerz, könnte ich natürlich mal platzieren. Jetzt mit meiner Steinspitzhacke abbauen. Warte mal, ich habe doch so verzauberte Eisenspitzhacken hier gehabt. Effizienz 1. Haltbarkeit 2. Okay, die bringen mir beide nichts. Ich bräuchte Glück, damit da mehr als ein Diamant rauskommt, ne? So, aber geil. Einfach ein Diamant. Chillig. Ich meine, einen Rucksack. Sicher ist sicher. Da würde ich auch einen Abgang machen. Danke für diese Spende hier, liebe Hexe. Ich hoffe, wir werden uns nie begegnen. Und das war das Haus. Nee, das war nicht das Haus. Das hier ist das, was ich, wo ich hin will. Da muss ich wohl nochmal in die Richtung flitzen. Um zu schauen, was das ist. Interessant. Ich dachte, das wäre das, aber nee, das war ja an diesem Lavasee. Warte mal. Ja, doch, ist noch ein... Oh Gott, das steht komplett in Flammen. Ich eile schnell zur Hilfe. Ich bin freiwilliger Feuerwehrmann. Immer allzeit bereit zum Dienst. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe eben noch gesagt, ich will ihr nicht begegnen. Mit ganz viel Glück verbrennt die einfach. Und droppt mir was Schönes. Oh nein, das ist ihr Hexenhaus, was hier gespawnt ist. Verdammte Ziege! Bleib, wo der Pfeffer wächst. Ganz ehrlich, kannst du mal sterben? Au.
Ja, jetzt lass mal gut. Sag mal, die ist unsterblich. Kann die mich töten? Ja, ne? Ich glaube, die kann mich töten. Aber ich bin schneller. So, das dürfte mich eigentlich nicht töten hier. Das heilt mich eigentlich auf ein halbes Herz runter, ne? Okay. Die Verzauberung bleibt und alles, was ich über ein halbes Herz dazu bekomme, geht direkt wieder weg. Okay, jetzt nicht. Jetzt regeneriere ich wieder. Okay, das war ein Satz mit X hier. Weil da gab es ja gar nichts für mich außer Leid und Elend. Jetzt will ich eigentlich schon hier nochmal ein Stück lang gehen, weil das so geil aussieht hier alles. Ich habe auch hier vergessen, den Waypoint zu markieren. Und dabei stelle ich mir gerade die Frage, da waren wir. Und hier waren wir in diesen Hexenhäusern. Warum hier kein Dings war, das spawnt wohl nicht bei diesen Dörfern, die nicht, also die Custom sind. Das spawnt, glaube ich, der Waypoint nicht. Ja gut, kann ich auch mit leben. Erstmal noch ein Brot. Auf den Schock hier jetzt gerade. Damit war nicht zu rechnen, dass diese Hexe doch tatsächlich sich hier rumtreibt. Ich dachte, ich plündere einfach mal all ihre Häuser und werde ihr nie begegnen. Ebene. Aber so einfach ist es wohl leider nicht. So, lauf hier noch richtig. Ne, ich muss ein bisschen in die Richtung. Wald. Gut, wir gehen durch den Wald. Denn dort ist es kalt. Da friert mir glatt der Spalt. Teil alles zu hier mit Asphalt. Ja, das war mein Gedicht. Juli 51, 2024. Ich hoffe, es wird irgendwann in Schulen zitiert. Hm. Die Musik ist wirklich schön. Was ist das? Geh weg. Oh, nee. Oh, pfui, Alter. Bäh. Bäh. Die sehen ja wirklich bodenlos aus, die Viecher hier in einem Texture Pack. Das ist ja wirklich ekelhaft. Die sehen aus, als wollten die mir was tun. Ihr lasst mich, ich lasse euch, ja? Das ist ein fairer Deal, würde ich sagen. Oh, Schmetterling. Schnecke. Oh, da hinten kommt ein Fichtenwald. Schön. Mal eine Abwechslung hier zu diesem normalen Wald. Aber irgendwie komme ich nicht zum Fluss. Oh, der Fluss geht hier so rum. Geil. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein Stück vorlaufen. Den will ich ganz auf der Karte drauf haben. Okay, geil. Das gibt einem so, ich weiß nicht, dieses Map-Freischalten, das gibt einem einfach so ein geiles Feeling. Das finde ich einfach cool. Kiefernurteige. Ach guck mal, in so einer waren wir doch schon mal. Was ist das hier? Ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch immer eine Kiste. Oh Leute, ich finde so gute Sachen. Oder was war es auch mit dem Inventar? War kein Goldblock hier, ne? Nein. Ich gehe mal weiter. Ich habe echt jetzt, also dafür, dass wir bisher eigentlich nur rumgeeiert sind, habe ich schon echt geile Sachen gefunden. Das ist auch echt schön hier. Das könnte aber auch das Meer sein. Wenn ich mir das hier so angucke. Mein Ziel ist jetzt hier mal die Spitze dieser Klippen. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Oh, schön hier im Wald. Schau, dieser Blick aufs Meer. Hat schon was. Oh, der Tag neigt sich auch langsam dem Ende. Oh, guck mal, hier sind Pilze. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Dafür habe ich aber eigentlich Platz. Hier, genau. Hä, wie? Ich habe nur einen aufgesammelt. Das kann doch nicht sein. Ich wollte wenigstens ein paar davon mitnehmen. So. Zack. Ups. Okay. Dann laufen wir noch kurz hier an die Spitze. Und schauen tief runter ins Wasser. Wir könnten dann natürlich einen Kopfsprung reinmachen. Und dann mit dem Kopf einfach auf den Stein knallen und dann war das das mit dem Let's Play. Okay, so spektakulär ist das hier gar nicht. Birken, Urwald. Ist
gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Das scheint wirklich das Meer zu sein. Ich würde noch hier so diese Area vielleicht abklappern. Aber das sind wieder so heiße Quellen, ne? Ich gehe noch kurz darüber. Ich schwimme da noch kurz hin. Ah, können wir morgen nochmal in einer heißen Quelle baden gehen. Auch geil. So einen Fisch kann ich leider nicht mitnehmen, den Lachsfisch. Leider kein Platz für Lachsfisch im Inventar. Das ist frech. Nee. Tschüss. Keine Zeit, kein Interesse. Ich habe schon eine Versicherung. Wirklich, wenn ich Versicherungsmänner sehe, renne ich. Hau ich einfach ab. Dann will nur wieder was andrehen. Ich hab doch noch gar kein Haus. Ich laufe doch noch wie ein Wilder hier durchs Gelände. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das hier ist ein schöner Endscreen für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schaltet morgen um 14 Uhr wieder ein zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft The World Before, in der ich dann hoffentlich das Texture Pack geändert habe und nochmal nachgeguckt habe, dass wir diesen Mod installieren mit dem Autoplanten. Und das, ich glaube, den habe ich sogar installiert. Ich muss den aber umstellen. Wartet mal, lass mal jetzt einfach noch Mods. Auto. Replanting Crops, hier ist er doch. So, und da muss ich einstellen. No. So, und dann, das war's schon. Okay, das vergesse ich nämlich sonst wieder. Dann gucke ich aber noch, wie ich einstellen kann, dass die Nächte nicht mehr geskippt werden. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.